Heute wollen wir mal Fragen im Chemiedübel nachgehen. Wie befestige ich die am besten? Wir werden ganz oft gefragt, warum Chemiedübelsysteme einzusetzen sind. Was sind die Vorteile? Wie montiere ich sie richtig? Im Besonderen, warum ist überhaupt eine Bohrlochreinigung nötig? Und zu guter Letzt, welchen Mörtel wähle ich für welche Anwendung? Um diesen Fragen auf den Grund zu gehen, habe ich den Jörg heute bei mir. Hallo. Bei uns in Zentraleuropa einer der führenden Dübelexperten. Lass uns mal reinspringen. Was ist der Vorteil von dem Chemiedübel? Wo soll ich ihn einsetzen? Vorteil ist ganz klar in der Flexibilität vom Durchmesser und von der Verankerungstiefe. Was bedeutet das? Ganz einfach Lasten. Ich kann mich anpassen, je nach den Umgebungsbedingungen, welche Lasten ich brauche. Wir haben die unterschiedlichsten Untergrundmaterialien, Betone, Hohlziegel, Vollziegel, Lochziegel, alles, was man sich vorstellen kann. Natürlich immer in Abhängigkeit der Zulassung. Ich kann das Bohrloch gegen stehendes Wasser abdichten. Also ich habe viele, viele Vorteile, aber in der Regel werden sie gewählt wegen den Lasten. Bohrlochreinigung werden wir oft gefragt, warum ist die nötig und wie führe ich sie am besten durch? Man muss sich das vorstellen, der Mörtel muss eine Verbindung zu dem Beton herstellen und wenn der getrennt ist, also wenn zwischen Beton und Mörtel Betonstaub ist, dann kriege ich diesen Verbund nicht her und damit habe ich ein Problem. In der Regel geht es um sicherheitskritische Verbindungen, hohe Lasten, da sollte man schon wirklich sicherstellen, dass es auch gut hält. Wir haben jetzt hier eine ganze Menge mitgebracht, alle Produkte verlinken wir euch natürlich auch unter dem Video. Führ uns mal durch, was machen wir anders? Wenn ich hier unseren Vacuum Cleaner oder unsere Staubabsaugung nehme in Verbindung mit unserem Hohlbohrer, dann erspare ich mir diese klassische Bohrlochreinigung mit Handpumpe, Druckluftbürste, was es alles für Möglichkeiten gibt. Es gibt sogar, dass ich ein Bohrloch wässern muss. Genau das kompensieren wir mit unserem Hohlbohrer, der automatisch beim Bohren das Bohrloch reinigt. Okay, das heißt, ich mache hier einen Staubsauger rein. Und dann habe ich ein richtig gereinigtes Bohrloch, das allen Anforderungen entspricht. Genau, da wird einfach vorne wird die Luft oder das Bohrmehl abgesaugt. Und ganz wichtig ist, die Bohrgeschwindigkeit ist genauso wie bei einem normalen Bohr. Jetzt gibt es viele verschiedene Produkte. Trotzdem hast du uns hier nur einen Chemiedübel mitgebracht. Welchen und warum genau den? Genau, den HY200AV3 habe ich euch mitgebracht. Warum? Ganz einfach, weil wir 90% der Baustellenanwendungen damit abdecken können. Wie bringe ich den ins Loch rein? Ja, natürlich mit unserem Dispenser. Und mit dem Dispenser versuchen wir natürlich optimal das Volumen von dem Mörtel zu verwenden. Genau, also ich kann mir hier immer genau die exakte Menge einstellen. Man braucht genau die Menge, die wirklich nötig ist, hat damit keinen Verwurf und spart am Ende bares Geld, kann man eigentlich sagen. Jetzt besteht ein Befestigungspunkt immer aus zwei Teilen. Eben einmal dem Chemiedübel im Loch und dann noch eine Ankerstange. Ich gebe dir mal ganz unauffällig eine in die Hand. Welche würdest du uns empfehlen? Natürlich diese hier. Ja, und zwar, weil sie genau zu unserem Mörtel passt. Du kennst die Bezeichnung besser als ich. Die sogenannte Hass-Ankerstange? Genau. Wir haben variable Längen, wir haben variable Durchmesser, wir haben galvanisch verzinkt, wir haben A4 für die Außenanwendungen und wir haben Feuerverzinkung als günstige Alternative. Also passt einfach zusammen. Das heißt, wenn ihr euch was merken wollt und was mitnehmen wollt, ist es der HY200AV3 in Kombination mit der Hass-Ankerstange. Wir verlinken euch die beiden, wie auch alle anderen Produkte, natürlich unter dem Video. Was ich auch schon oft gefragt wurde, ist, warum brauche ich überhaupt einen Drehmoment bei einem chemischen Anker und wie finde ich das richtige Drehmoment? Ich brauche hier kein Drehmoment, um das Produkt zu installieren, sondern ich muss vermeiden, dass wenn ich das Anbauteil gegen den Untergrund klemme, dass ich überdrehe und sozusagen den Dübel wieder rausziehe. Und deshalb haben wir ein maximal zulässiges Drehmoment für chemische Dübelsysteme. Wie finde ich das richtige Drehmoment? Jörg, was hast du dabei? Ein AT-Tool. Gibt es den wieder ganz unauffällig? Genau, gib mir mal ganz unauffällig das AT-Tool. Ganz einfach Adaptive Torquing, wie das so schön heißt, als internationales Unternehmen. Nichts anderes als wir messen in Anführungsstrichen das Drehmoment. Wie machen wir das? Ich nehme ihn, scan von der Box hier über den Scanner. Es stellt sich automatisch das maximale Drehmoment ein. Ich drücke drauf. Sobald es grün wird, so wie jetzt, ist alles gut und fertig. Jetzt hast du gesagt, ich muss es von der Verpackung scannen. Was ist, wenn ich die jetzt schon weggeschmissen habe? Meine Baustellenerfahrung ist natürlich so weit, dass ich sage, Verpackungen liegen immer irgendwo anders, oder? Nicht dort, wo ich sie benötige. Nein, ich kann es auch von Hand einstellen. Das ist ganz wichtig. Also es gibt hier ein kleines Display, da könnt ihr auch dann händisch einfach das richtige Drehmoment auswählen. Genau, baustellentauglich. Alles, was wir euch hier gezeigt haben, nennen wir SafeSet. Für euch ist eigentlich wichtig zu wissen, es geht damit schneller, es geht damit einfacher und es geht damit vor allem sicherer. Jörg, was haben wir noch vergessen für eine perfekte chemische Dübelinstallation? Ich glaube, wir haben das wichtigste Tool vergessen, Kilian. Das Wichtigste? Das Wichtigste.
das hält die Baustellenradio. Weil mit Musik geht tatsächlich alles besser. In diesem Sinne, wenn ihr noch weitere Fragen habt, schreibt uns die gerne in die Kommentare. Danke Jörg, dass du heute bei uns warst und uns gefreut. Den chemischen Dübeln aufgeschlaut hast. Solltet ihr noch weitere Fragen haben, schreibt uns die gerne in die Kommentare. Ansonsten, liked das Video, abonniert den Kanal und bis zum nächsten Mal. Tschüss.